was geht ab, Leute? Willkommen bei einem neuen Video. Heute mit den zwei Tiger Ghost Part 105 sind wir gekommen. Ja, Part 105. Wir werden ein bisschen appen, alte Appen, normale Sachen appen. Wie ihr seht hier, TFCs, die hatte ich ja aus der Kiste bekommen, 39 DSS. Hatte ich, glaube ich, im letzten Video oder vorletzten reingeschnitten. Dann hatte ich die im Laden, die ging nicht weg. Habe ich mir gedacht, ach komm, probierst du mal ein bisschen zu appen. Zweimal auf 9 Feld mit Drachensegi, dann mit normalen Segi. Upp, direkt auf plus 9. Ich habe 1,5 Wonnen ausgegeben, müsste so 12 bis 13,5 Wonnen drin haben. Ich habe die, glaube ich, gerade für 12,5 oder 13,5 drin. Sind immer noch nicht weggegangen. Ja, dann seht ihr hier wieder fleißig Alti ein bisschen gefarmt gehabt. Und habt ihr dann direkt die Antique Troy, der erste ist Fail. Der Granat hat geklappt. Der erste Jade hat auch geklappt. Rubin hatten wir leider keine. Der erste Diaz Fail und der zweite hat geklappt. Die habe ich direkt dann instant in den Laden gestellt. Die Jade werden wir gleich noch appen. Dann habe ich mir eine Heilscharme hergestellt, also erstellt. Habt ihr, das seht ihr jetzt selber. Die habe ich dann ab und zu immer wieder mit Kisten gelevelt, was ich euch spoilern kann. Ich bin die auf jeden Fall schon am Leveln jetzt. Ist ja auch ein Schnappte König-Event. Ist aber ein bisschen Katastrophe, da einen Platz zu finden momentan. Selbst SD3 ist komplett voll. Jeder Channel in jeder Kammer fast. Habe ich gestern ein bisschen aktiv gelevelt, bin einfach durch die Kammern gerannt, habe einfach Umhänger gezogen. Ja, dann seht ihr hier, was wir rausbekommen haben. Zwei Pet-Bücherkisten. XP habe ich natürlich gesammelt. Dann habt ihr hier die Pet-Bücherkisten. Machen wir natürlich auf. Leider eine Crap bekommen. Machst du nichts. Ja, dann war mal GM online. Da habe ich mal geschrieben, was mit dem Erz-Event war. Weil der ist einfach ausgefallen. Am nächsten Tag kam direkt das Erz-Event. Mega geil. hier ist Smaragd. Hier seht ihr, wie viel wir gemacht haben. Wie viel waren das? 2700. Müssten es gewesen sein. Smaragd-Erz, die haben wir dann hergestellt. Hier habt ihr dann die letzten Tries, die letzten drei. Also, ja, gut, nimmst du mit, aber ist schon gut oft gefailt. Dann haben wir jetzt, ich glaube, 15 Stück hatten wir an der Zahl. Ihr seht es selber. Von 27 schon ein bisschen fail, weil Odes hatte 11 Stück und davon haben 9 geklappt. Aber steckst du nicht drin. Ja, dann habe ich Nemere gemacht. Habe ich die Truhen im Laden gehabt und die sind so runtergedroppt. Da habe ich mir gedacht, ey, komm, die machst du auf. Und dann Titandioxid rauskommt, hast du schon fast plus. Da seht ihr direkt das erste Titandioxid. Und da kommt ja auch noch blauer Farbstoff raus, eine Flamme, seht ihr jetzt auch bekommen, mega nice. Dann habe ich mir gedacht, wenn wir Titandioxid ziehen, können wir noch unsere Blitzrisse appen, weil ich momentan Blitzrisse jetzt 6.7. abgebe, werdet ihr auch gleich sehen, und das HTA von Polaris auch mit 1,5 TP, 10 dB, 10 TP plus 15 Blitz, die will ich nämlich für den Drachen benutzen, damit ich da ein bisschen mehr Blitzdeff habe, und das Armband ist auch schon ganz schön nice. Mobbrüste ziehen wir dann auch irgendwann 7, 8, werden wir versuchen auf jeden Fall, damit wir da alles für den Drachen haben. Dann habt ihr hier nochmal die Feuerrissi auf plus 9 Try. Hat leider wieder nicht geklappt, machst du nichts, macht's ja nicht, schade, schade. Und wieder mit magischen. Ja, dann habt ihr hier die Mobbrüste erst auf plus 7. Leider Fail, also die Blitzrissi. Dann direkt noch ein Try, habe ich direkt wieder auf plus 6 gehabt, habe ich mir gedacht, ey, bevor ich die jetzt verkaufe. Und hat aber leider wieder nicht geklappt. Benutze ich die selber. Tut dann nicht so weh, wenn ich sie kaufe und ab und fällt. Ja, dann haben wir die zwei Jade doch genommen. Probiert zu legen. Hat dann geklappt, weil die sind nicht weggegangen. Der Rest müsste weggegangen sein. Haben wir nochmal zwei nachgekauft. Der hat dann leider gefailt. Wollte ich natürlich auf mythisch probieren. Dann haben wir nochmal einen nachgekauft, weil die, glaube ich, günstig waren tatsächlich. Deswegen habe ich gedacht, komm, ab's einfach. Der hat dann auch geklappt. Die haben wir dann auf den Ninja rüber getan und mythisch probiert. Und der hat auch geklappt. Mega nice. Ich glaube, der hatte nur TP drauf. Der ging dann auch nicht weg. Dann habe ich mir gedacht, komm, brauchst du noch einen dazu. Ich ist gerade nicht bei 8 Wonnen, 9 Wonnen waren die. Und probierst du mal auf klar. Ja, und dann haben wir auf klar probiert und hat 3 gefällt, aber Doppel-TP mit TP-Rack ist dann für 18 oder 19 Wonnen weggegangen. Also plus minus 0 ist okay. Kann nicht mitleben. Ja, dann saßen wir alle im Discord. Keine Ahnung, da war Abfahrt dabei. Der spielt auf Teutonia. Und dann haben wir angefangen, hat Sandro in den Raum geschmissen. Ja, das Armband muss eigentlich mal auf plus 9, weil das ja schon schick ist, ne? Mit 15 Feuer, 10 dB, 10 TP Absorb, 10 Mana Raub. Ja, habe ich mich hingesetzt, haben wir ein bisschen gehabt. Ihr habt die 900 Trials und. Das hat mich schon sehr gebrochen, muss ich sagen. Seht ihr jetzt selber. Plus 7, dann wieder plus 8, Fail. Dann hier. Plus 7 wieder, Fail. Also, da waren die Perlen noch so. Die weißen 3 KK, die sind jetzt auch gerade gestiegen. Da ist er wieder auf plus 7 gegangen. Und wieder auf plus 8 Fail. Wieder plus 7 Fail. Ja. Dann haben wir hier wieder einen 9er Try. Hat wieder nicht geklappt. Ich hatte das Armband ja schon vor gefühlt 20 Folgen genauso gehabt. Und das nicht nur lange. Also ja, das Armband, ich weiß auch nicht, wie viel man da rein appen kann. Das ist gefühlt so wie ein Zodiac-Schwert oder so. Der Dolch oder
Bogen oder noch, wie Schlangenwaffe fühlt sich das an, Alter? Papa. Ding will einfach nicht hoch, ich weiß auch nicht warum. Dann habt ihr hier den nächsten 9er Try. Hat wieder gefailt. Da seht ihr schon, da, ja. Keine Ahnung, Abfahrt hat auch nebenbei gehabt auf der Turnier Armband, das ist dann irgendwann auf 9 gegangen und meins ja. Bin jetzt selber. Also, ja, ich sag's gleich, wir ab jetzt noch ein bisschen. Ja, wieder plus 7. Und wieder plus 8 Fail. Wieder plus 7. Wieder plus 8 Fail. Plus 7 Fail. Meistens geht es dann immer komplett runter. Und hat es wieder geklappt. Wieder plus 7. Wieder Fail. Da habe ich mir gedacht, komm, machst du Trick 19, versuchst, gibst du mal ein paar Sachen der Charmy rüber, probierst mit der Charmy zu appen. Ja, plus 9 Fail. Schade. Dann plus 8 wieder. Plus 9 wieder Fail. Plus 8 wieder. Und plus 9 wieder Fail. Ja, da hat meine Hand auf jeden Fall wehgetan. Dann wieder auf plus 8 wieder Fail. Ja, und dann ging es wieder hoch, runter. Mir selber. Dann sieht man plus 5, plus 6 er Try sind auf jeden Fall mit dem HTA dann ab plus 7, okay. Und dann 8 ist auch wieder so eine Sache für sich, aber machst du nichts, was ich euch sagen kann. Ich habe da, glaube ich, an dem Abend 700-800 Segis reingesteckt und ich hatte noch 200-300, also 700 normale, glaube ich, irgendwas so habe ich ausgerechnet. Und 200-300 B-Segis noch. Machst du nichts. Hier haben wir noch ein Kostüm gekauft für 6 von 15 Feuer, 50 AW. Und ja, dann war es das schon mit dem kleinen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Kommi da. Abo auf kostenfreie Basis, wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, euer Xor. Ciao, ciao.